Einmal mit einem Profi-Skirennfahrer bist du drauf abfetzen. Am besten mit dem Ramon Zennhäusern. Weisst du, wie cool. Genau das machen wir heute zusammen mit dem Laurin. Ich überrasche ihn zusammen mit seinem Bruder, Matthias. Und besonders cool das Ganze, das machen wir mitten im Frühling. Ich bin Anna Zöllig, ich erfülle Wünsche. Gipfeli Welle. Ich habe mich verkleidet als Serviceangestellte in einem Hotel. Ich bin nämlich wieder auf Anna erfüllt Wünsche Mission und ich überrasche den Laurin. Der hat übernachtet im Hotel zusammen mit seiner Mami und seinem Bruder Matthias. Und sie gehen uns dann gleich zu mörgeln und der Laurin hat keine Ahnung, dass wir Kameras versteckt haben und ihn filmen. Und dann schauen wir mal, wie er reagiert, wenn ich da auch immer das Gipfeli anbiete. Guten Morgen miteinander. Noch ein Gipfeli wählen oder einen Orangensaft? Kein Gipfeli mehr wählen. Laurin, bist du sicher, dass du kein Gipfeli willst? Schock! Ich bin Anna. Hoi, Laurin. Wie geht's dir? Morgen früh. Ja, also schau, ich habe verschiedene Überraschungen für dich. Ich kann dir ein Gipfeli geben, ich kann dir einen Orangensaft geben. Oder ich kann dir die Überraschung geben, die ich zusammen mit Matthias geplant habe für dich. Welche willst du? Ja, also Matthias und ich haben nämlich zusammen gespannt. Und wir haben eine Überraschung für dich. Was haben wir eigentlich vorgehabt? Sind wir dann essen gewesen? Ja, ich bin Skitest. Skitest? Also Skifahren? Darum hat Skihosen an, du auch? Ja. Ich würde sagen, wir gehen auf spezielle Art und Weise Skifahren, aber hauptsächlich Pisten, oder? Also. Du kannst nicht mehr draus gehen. Ah, so schön. So. Hättest du Skitesten? Was heisst das? Warum Skitesten? Ja, also man muss immer wieder Skitesten gehen, um zu wissen, wie. Also wie die neuen Ski funktionieren. Also vom Skiclub aus? Ja. Mhm. Was machst du genau im Skiclub alles? Also ja, ich fahre Rennen. Also ich bin der Leistungssport. Ja. Was bedeutet dir denn Skifahren? Mega viel alles. Ich war mit 2,5 das erste Mal auf der Ski. Ja. Mega früh? Ja. Hey! Wow. Was ist deine liebste Disziplin? Hast du auch Slalom. Verschiedene? Ja, Slalom. Ja. Hast du eigentlich irgendein Vorbild? Ja, Ramon Zennhäusern, der ist der Beste momentan. Ja, hey, ich würde sagen, gehen wir, oder? Du bist auch bereit. Ja. Du hast hier uns eingepackt, danke vielmals. So, ihr dürft hier einsteigen. Ausgezeichneter Start, sogar noch schneller als Simone. Der Ramon Zennhäusern hat schon im Alter des Laurin entschieden, dass er voll aufs Skifahren setzt und Profi wird. Und das hat er geschafft. Der Walliser hat schon mehrere Weltcuprennen gewonnen, ist Weltmeister geworden und auch eine Olympia-Goldmedaille hat er in seiner Sammlung. Seine beste Disziplin, der Slalom. Das ist sein Gelände gestern hier super gefahren. Kurviger Weg hier rauf, Bergen rauf, mitten im Wallis. Wie geht's? Gut noch. Hey, hast du jetzt irgendeine Vermutung, was wir hier oben machen? Keine Ahnung, ich weiss nicht. Gibt es irgendjemanden, den du gerne mal treffen würdest? Ein Skivorbild? Ramon Zennhäusern. Ja, wie wäre das, wenn wir jetzt mit ihm Ski fahren? Mega cool. Also, schau, das ist schon unsere Überraschung, gell, Matthias? Wir treffen Ramon Zennhäusern, der kommt jetzt hier. Oh oh. Und dann können wir zusammen mit ihm Skifahren. Also vor allem du kannst mit ihm ein Slalom-Training machen. Nein! Das ist deine Überraschung. Der Reis. Der Reis, ja. Gell, wir kommen dann vielleicht bis zu den Knien, wenn wir dann schauen. Ja. Willkommen in der Mosel-Region, meiner Heimat. Wie geht super. Dir durch den Kopf, jetzt, wo du nicht echt siehst? Mega cool. Ganz nervös, gell? Ja. Also komm, dann wir schnell ein bisschen oben runterkommen und nachher geht es ab auf die Piste. Das Skigebiet dazu, aber wir dürfen Skifahren. Richtig, wir sind für Ramon Zennhäusern Skipisten in der Mosel-Region. Das ist halt dein Zuhause, gell? Richtig, da ist man stolz ja, auf dich. Ja. Aber schau mal die Kulisse an, das ist wahnsinnig. Sehr schön. Das ist, ja. Also, was machst du jetzt mit dem Laurin?
Ja, ich wollte sicher mal schauen, wie der Laurin fährt. Und würde mir dann gerne einen Tipp 2 geben, wenn mir etwas auffällt, dass wir irgendein Wende vielleicht zusammen mal im Weltcup starten. Ich freue mich, dich jetzt dann auch. Ich kann es nicht so gut, aber du kannst es sicher top und du hast den Ramon bei dir, das wird gut. Kurz vor dem Training zeigt der Ramon am Laurin die Piste. Es ist wichtig, dass er jede Kurve und jedes Höberli kennt. Das stimmt, das täuscht den meisten. Aber da geht es jetzt gut, da kannst du rechts im Blauen rüber. Ja. Nein, ich glaube, ein schöner Lauf. Also. Ja, da hat es recht Wellen. Da. Ja, hier ist. Das ist schon ziemlich cool, dass die da einfach mit einem Schneetöpf und einem Bügel dran da rauffetzen. Das Skigebiet hat zu, dann machen wir es halt so. Super, cool. Wie bei dir gefallen ist, du gehst recht extrem die Stange suchen mit der Hand. Von daher probieren mal nicht unbedingt mit der Hand die Stange zu suchen, ja. Sondern einfach die Hand ist nur da und die Stange kommt von alleine, ohne dich zu suchen. Ja. Tipps vom Profi aufsaugen und gerade umsetzen. Und zwischendurch ein bisschen dem Profi zuschauen. Hey Ramon, du hast den Laurin jetzt erlebt im Training. Wie hat er sich angestellt, findest du? Doch, hat sich sehr gut angestellt. Für das, dass er jetzt letzte Woche aber verletzt war, sind sie dort wieder zum ersten Mal auf die Ski gekommen. Ich war eigentlich überrascht, wie schnell das er da attackiert hat. Ja, und wir haben ja noch eine letzte Überraschung, eigentlich das Coolste von heute für den Laurin parat. Aber gehen wir mal Pause machen, oder? Aber wie freust du dich auf den Abschluss? Cool, ich glaube, er wird dir Spass haben. Und ich bin gespannt drauf. Ja. Ich habe nicht einmal einen Sommer lang serviert geschafft. Okay, wirklich? Aber so als 12, 13-Jähriger. Etwa so wie ich heute Morgen. Das ist jetzt nichts mehr dran. Zum Mittag macht uns der Ramon Zennhäusern höchst persönlich. Habe ich gut gestrichen? Ja. Raclette-Spezialität Ramon Zennhäusern. Nein. Und dann gibt es sogar noch eine 2 Meter lange Cremeschnitte. Die ist so lang, wie der Ramon gross ist. Danke vielmals. Laurin, du hast mit dem Ramon trainieren. Wie war es für dich? Es war mega cool. Zu einem grossen Vorbild. Ja. Was war denn cool? Ja, zuerst mal auf seiner eigenen Piste. Und er hat mir gute Tipps gegeben. Ich freue mich, dass du dabei warst. Das hast du ja deinem Bruder zu verdanken, Mattia, der sich gemolden hat bei mir. Wieso hast du eigentlich gedacht, es wäre schön, den Laurin zu überraschen? Ja, weil er hilft mir halt auch viel. Und nachher habe ich mal gedacht, könnte ich ihm auch mal etwas geben, nicht nur immer er. Er ist mein grösser Bruder, aber dann kann ich mir auch mal etwas zurückgeben. Wie war das für dich der Tag? Du konntest zuschauen, wie er mit Ramon trainiert. Also es war schön, seine Freude auch zu sehen. Ich habe wirklich auch gemerkt, das war eine gute Entscheidung. Finde ich definitiv auch und ich danke dir, hast dich gemeldet bei mir. Und falls du daheim auch vielleicht einen Bruder, eine Schwester oder eine gute Freundin hast, die sich etwas von Herzen wünscht, dann unbedingt anmelden auf srfkids.ch, Formular ausfüllen, das landet bei mir. Und wer weiß, vielleicht machen wir ganz bald schon zusammen die nächste Überraschung. Was meint ihr? Dessert fertig und nachher nochmal nächste Überraschung. Ja. Etwas Letztes hat er nämlich noch, Laurin. Was würde denn jetzt so den Tag noch perfekt machen? Am besten wäre zeitmässig und dann gegen ihn gewinnen.
Also das heisst... ja, mit diesen Tipps. Das heisst wirklich noch gegen ihn antreten, oder? Ja. Ja. Machen wir einen Parallelslalom, ist gut. Ja. Gegen einen richtigen Weltcup-Fahrer. Und ich drücke dir den Daumen. Wir gehen runter und jubeln. Bist du ready? Ja, du auch. Ja, ja. Hast du gewonnen, du? Alles schön, Larry. Super, hast du gesteigert. Cool, wie war es? Nein, er hat das super gemacht. Ich kann mich richtig merken, wenn ich mich schnüffle. Laurin hat mich in die Schnüffel gebrungen. Laurin hat sogar den Ramon Zennhäusern ausser Puste gebracht. Sehr cool. Danke, hast du dich bei mir gewonnen, Matthias. Und falls du daheim noch mehr solche Folgen schauen willst, es ist schon ein paar Mal sportlich geworden bei Anna Erfeld Wünsche. Wir sind zum Beispiel auch schon Unihockey spielen oder auch in der Volleyballhalle. Du kannst alles schauen auf srfkids.ch oder am besten abonnierst einfach SRF Kids auf YouTube.